Ansturm. Konnte man so unbemerkt. Benutzt die Granaten! Gezeigt, was? Ja, haben wir. Die Sache ist nur, ihre Armee macht gerade einen Großangriff. Und das hier war nur ein kleiner Gruß vom Baron. Wie viele sind das denn? 700, glaube ich. Ja, wir hatten hier Glück. Und wir sollten die Gastfreundschaft nicht überbeanspruchen. Wenn wir Zweige verbrennen, kommen wir nicht weit. Bestenfalls 5 Kilometer. Die Ölhunde haben jede Menge Diesel, einen ganzen Kesselwagen voll. Wenn wir das Tor leise öffnen, können wir ihn stehlen. Im Moment sollten nicht viele Wachen da sein. Kannst du unsere Männer führen? Kann ich. Dann machen wir das. Yelmak, Krest, ihr bereitet die Aurora vor. Füllt den Kessel mit Wasser und macht die Tanks der Autos leer. Artyom, Damir, ihr übernehmt den wichtigsten Teil. Den Kesselwagen stehlen. Jawohl. Viel Glück, Leute. Anna, Idiot, Tokarev. Wir brechen das Lager ab, Leute. Denk dran, deine Ausrüstung zu überprüfen, bevor du aufbrichst. Vielleicht können wir noch mit ihnen verhandeln. Das habe ich bereits versucht. Keine Chance. Er nimmt Frauen als Bezahlung. Artyom, der Wagen steht neben der Aurora. Hi, du Held! Hi, Artyom! Ja, jetzt hat alles gut. Nachdem wir jetzt Wasser haben, können wir nicht verlieren. Vorausgesetzt, das habt ihr gut gemacht. Pass im Einsatz auf dich auf. Wir beten auch für dich. Ah, Johnson, wir reden hier von einem Jump. Der Mann ist auf Zeit. Hört man doch, wenn er nicht redet. Aber trotzdem, hat er
Position. Wir haben uns umgesehen. Das Haupttor wird nur von einer Rumpftruppe bewacht. Du kannst nicht durch das Tor gehen. Gehe durch das Gefängnis unter der Erde, wo die Munai Baila die Sklaven halten. Ja, der Plan ist auf jeden Fall wie folgt. Gyul und ich werden versuchen, ihre Wachen heimlich auszuschalten und durchs Tor zu kommen. Wenn es nicht heimlich klappt, dann werden wir sie zumindest ablenken, während du durch den Untergrund eindringst. Auf geht's. Wir gehen mit dir. Nicht trödeln! Um einen Gefallen möchte ich dich bitten. Wenn möglich, töte keine Einheimischen. Sie sind keine... Sie gehorchen nur den Munai Baila und dem Baron. Sie haben Angst. Das ist alles. Gyul hat recht, was die Einheimischen betrifft. Das ist die Stelle. Das sind noch Kinder, die schon lange einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Deshalb sollten wir mit ihnen Erbarmen haben. Ein Gitter also? Dann lasst uns loslegen. In Ordnung. Ich hebe es an und du schlüpfst durch. Großartig. Oben. Auf geht's, Samir. Nicht nützlich. Niemand gehen, niemand tun. Wir hier stehen ganz sinnlos. Besser jagen gehen, dummen finden, zu Sklave machen. Mehr nützlich so. Du recht hast, völlig. Sehr recht. Du Arbeit oder Hund folgen. Menschen, die ich verstehe. Und keiner da. Sie nicht wissen, was zu tun. Die Hundmähler. Und jetzt du stirbst! Da!
Artyom, Miller hier. Die Aurora ist bereit zur Abfahrt. Wie ist die Lage? Ende. Da waren mehr Feinde als erwartet. Wir sind auf dem Gelände, aber Gyul ist weg. Warten auf unser Signal. Ende. Wo kommst du denn her? Alles in Ordnung? Ach, Quatsch. Ich habe mir unnötig Sorgen gemacht. Ich habe gute Neuigkeiten. Der Tank ist voll. Genau das, was wir brauchen. Es gibt aber auch schlechte Neuigkeiten. Das Tor ist verschlossen. Wir können ihn nicht rausbringen. Herr Oberst, Damir hier. Wir haben den Tank gesichert, aber es gibt ein Problem mit dem Tor. Verstanden. Dann gehen wir zu Plan B über. Handelt entsprechend. Siehst du? Das Kabel verbindet das Tor mit dem Turm. Aber wie kommen wir dahin? Na, sieht nach einer ordentlichen Festung aus. Meine Herren, ihr habt doch wohl nicht ernsthaft vor, unsere Festung anzugreifen. Respekt vor eurem Mut, aber es wäre eine Vergeudung, euer Leben einfach so wegzuwerfen. Wer von euch beiden ist der Anführer? Komm hier hoch, wir müssen etwas besprechen. Hör nur, wie dieser Mistkerl redet. Jetzt zeigt er ein völlig anderes Gesicht. Aber wir haben ihm einen dicken Knüppel zwischen die Beine geworfen, was seine Pläne betrifft. Nimm die Waffe runter und komm hoch. Ansonsten müssen wir ein sinnloses